Damen raus. Und am besten, Desiree, du fängst mal an. Ich habe die vergessen, Herr Schmidt. Wie, du hast die Hausaufgaben vergessen? Ja, ich habe vergessen, die zu machen. Ich habe auch keinen Bock darauf, immer so einen Scheiß. Desiree, wir haben uns doch letztens erst mit deinen Eltern. Ja, ja, ist gut. Ja, ich mache das nächstes Mal, okay? Ja. Ja, herein. Guten Morgen, liebe 10K. Guten Morgen, Herr Michael. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe euch jetzt euren neuen Mitschüler mitgebracht. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Das ist David und ich gehe eigentlich davon aus, ihr seid eine nette Klasse. Für ihn ist es sicher nicht ganz einfach. Ihr werdet euer Bestes tun, dass er sich hier bei euch wohlfühlt und in der kurzen Zeit noch zum guten Abschluss kommt. Ne? Ja, David, ich heiße dich erstmal im Namen der Klasse herzlich willkommen. Und am besten stellst du dich nochmal vor, sagst deinen Namen, sagst, woher du kommst und warum du jetzt eigentlich auf dieser Schule bist. Ich bin David. Also. Julian, ja. Was ist daran so lustig? Er ist einfach erbärmlich. Er ist nicht erbärmlich. Hör jetzt auf, Julian, ruhig dich. Also, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ja. Mann, ist der sexy. Lass dich davon nicht beeinflussen, mach einfach weiter. Ja, ich bin hier, weil ich hierher gezogen bin. Ja, okay. Dann suchen wir am besten mal einen freien Platz. Nimm Eiche, da Platz ist für dich, kannst du ja sitzen. Eiche, gönn ihn dir, ja? Der ist für dich. Ja, am besten hier, neben Eiche, da ist noch Platz frei. Perfekt für dich, neben dir. Passt. Der passt doch perfekt zusammen. Sarah, hast du noch was zu sagen für die ganze Klasse? Nein, habe ich nicht. Was für ein Spaß, die guckt euch den an. Gut, machen wir mit dem Unterricht weiter. Ach. Singe, du hast noch eine Frage, bitte, bitte schön. Eine Frage an den neuen Schüler. Wie kann man eigentlich nur so hässlich sein? Das musste jetzt auch wieder sein. Der Kommentar war total unangebracht. Singe, ich habe echt die Schnauze voll von dir. Beim nächsten Mal bist du draußen, hast du mich verstanden? Warum das denn? Das ist doch eine vollkommen berechtigte Frage. Das ist keine berechtigte Frage, das ist eine vollkommen kindische Frage. Das ist total fies gegenüber den Mitschülern. Ich bitte euch, dass ihr ihn jetzt in Zukunft besser respektiert. Und? Oh, hört mal auf, damit müsst ihr wieder damit anfangen. Nur weil er neu ist. Mann, halt die Fresse. Ach, sei leise, keiner redet mit dir. We'll be right back.
Wir hatten uns ja gestern mit dem Cosinus und dem Tangens beschäftigt. Wer kann mir noch mal erklären, wie man den Tangens bildet? Hallo. Jessica? Wie ein Kathete durch ein Kathete. Richtig. Oh Gott. Das ist jetzt das dritte Mal, dass dein Wecker nicht geklingelt hat. Was kann man denn da tun? Sie hat keine Wecker. Hartz IV beantrage. Geh jetzt mal auf deinen Platz. Du weißt, dass es so nicht weitergeht, ne? Es gibt einen Anruf zu Hause und auch weitere Konsequenzen. Überleg dir, was du willst für die Zukunft. Hartz IV, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Bei Cosinus. Cosinus? Wie bildet man den Cosinus? Wer sowas weiß? Kein Mensch. Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Echt? Also ich weiß das nicht. War noch gestern, als wir das gemacht haben. Kein Bock. Ja, wir kriegen aber jetzt. David? Was? Sag es bitte nochmal laut, dass die letzte Reihe das Maul mitkriegt. Super. Die Unterstreber. Einmal ganz klar, ganz richtig. Wer hätte das auch gewusst? Hier. Ah ja, jetzt auf einmal. Interessant. Ja, also gut. Dann nehmt mal eure Hefte raus. Mathehefte aufschlagen, bitte. David hat mein Hausaufgaben gemacht. Also bei David. Hat noch jemand außer David die Hausaufgabe gemacht? Wir sind Sebastian, der Klasse ist verflucht der Klasse. Niemand die Hausaufgabe. Nur dieses Schlaumeier da vorne. Ja, wir können mal euer Heft rausnehmen, oder? Unser Heft, die haben keine Heft, oder? Mutter hat gegessen. David, ich hab gesagt, du sollst meine Hausaufgaben machen. Wo ist meine Hausaufgabe? Was, die kann ich mal das auch machen. Und du kannst dein Heft nicht rausnehmen.